Hallo, ich bin der Markus von Tuning Bikes und ich zeige euch heute anhand einer Magura MT5, wie ihr mit unserem Kit eure Magura-Bremse entlüften könnt. Da gibt es zwei Versionen, eine Express-Version und eine intensive Version. Ich zeige euch in dem Video die Express-Version. Dafür braucht ihr natürlich erstmal ein Entlüftungskit für Magura-Bremsen. Das findet ihr entweder auf unserer Homepage, beziehungsweise findet ihr einen Link dazu auch in der Beschreibung hier unten. Dann, wenn das Kit bei euch angekommen ist, findet ihr da drin zwei Spritzen, die ihr mittels der Schläuche mit den Anschlussstutzen verbinden könnt. Ihr findet da drin Mineralöl für Magura, gut zu erkennen an der blauen Farbe. Ihr findet da drin ein Torx-Werkzeug, auf der einen Seite Torx T25, auf der anderen Seite Torx T7. Das wird für ältere Magura-Bremsen verwendet vor der HS-Serie. Und ihr findet eine Anleitung für das intensive Entlüften der Bremse. Wir machen hier jetzt die Express-Entlüftung. Da brauchen wir nur eine Spritze für, wir brauchen das Mineralöl für und wir brauchen das Torx-Werkzeug für. Zunächst braucht man für die Express-Entlüftung ein Loch am oberen Ende der Einspritze. Da das für die Version der intensiven Entlüftung nicht notwendig ist, wird die Spritze von Haus aus ohne Loch ausgeliefert. Also machen wir jetzt erstmal ein Loch rein, machen einen Kolben aus der Spritze raus und machen hier bei 20 ml ungefähr ein Loch rein. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Entlüften. Wir stellen zunächst den Bremshebel waagrecht. Es ist wichtig, dass hier diese Entlüftungsschraube der höchste Punkt ist und öffnen die auch direkt. Das ist eine ziemlich kleine Schraube, da guckt ihr am besten, dass ihr die nicht verliert, also legt die irgendwo hin, wo ihr die später wieder findet. Jetzt zieht ihr die Spritze mit dem Loch mit so ungefähr 10 ml Mineralöl auf und zusätzlich noch mit 5 ml Luft und setzt die Spritze an der Entlüftungsöffnung eures Bremshebels an. Jetzt könnt ihr mit dem Kolben einen Sog erzeugen. Ein bisschen zurückdrücken, ziehen, drücken. Das macht ihr so 3-4 Mal, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Und dann solltet ihr eigentlich schon wieder einen schönen saftigen Druckpunkt haben. Wenn das so ist, wie in dem Fall, könnt ihr den Kolben über das Loch, was ihr gebohrt habt, rausziehen. Verschließt das Loch mit eurem Finger, das ist wichtig, sonst läuft gleich das ganze Öl raus. Und zieht die Spritze aus dem Bremshebel ab. Jetzt müsst ihr nur noch die Entlüftungsöffnung mit der Schraube hier verschließen. Die braucht nur ungefähr 0,5 Newtonmeter. Das heißt praktisch, die legt ihr nur ganz leicht an. Und sobald ihr merkt, dass die am Anschlag ist, dreht ihr die vielleicht noch so eine Zehntelumdrehung weiter. Das reicht schon. Dann stellt ihr den Bremsgriff wieder in eure Fahrposition. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt der Anleitung gut folgen können und habt jetzt auch noch ein bisschen Zeit, es auf den Trails gleich wieder auszuprobieren, euren neuen Druckpunkt. Viel Spaß!